Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen, hier ist Walli vom Stein und wir befinden uns in einer Höhle in der Nordlandschaft. Aber bevor wir weitergehen, kümmern wir uns nochmal um Eder, der ebenfalls die Stufe 14 erreicht hat. Athletik kann ich nicht weiter steigern mal eben, aber ich glaube, wir sparen das mal, damit wir es beim nächsten Mal vielleicht machen können. Deswegen werde ich hier nichts auswählen und Bonus niederstrecken. Ich glaube, das werden wir mal machen. Ein weiteres Niederstrecken, das werden wir ganz oft wenden wir das an. Insofern denke ich, ein ganz gutes Talent jetzt für uns. Okay, dann geht es weiter. Wir kommen vermutlich jetzt in den Hauptteil dieser Höhle. Und ich habe keine Ahnung, was hier auf uns wartet. Noch mehr, ja, noch mehr Waldlaurer. Das ist jetzt erstmal nicht sonderlich überraschend. Und noch eine Erdfäulnis. Aha. Tja. Na gut. Wenn das so ist, dann gehen wir jetzt erstmal voran, machen den ersten Angriff und teilen unsere Kämpfer wie gewohnt auf. Wir werden mit Idomark hier hingehen, mit Erdfäulnis ist ein Geist, dann wechseln wir mal kurz die Waffe und gehen, vielleicht ziehen wir den sogar mal her. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Paligina macht flammende Hingabe auf den Waldlaurer. So, und irgendjemand hat dann noch Geist. Ich glaube, ja, die trauernde Mutter mit ihrer Fernkampfwaffe ist auch stark gegen Geister. Das ist gut. So, Durance beginnt mit der Rüstung. Können wir die noch hier schnell hier vorne hinzaubern. Paligina hatten wir. Sagani macht eine markierte Beute. Wenn wir da, wo Itomak hingeht. Und Walli startet einfach mal mit der nekrotischen Lanze hier. Sehr schön. Der Niederschlag hat geklappt. Was macht Eder hier? Ja, er zieht ihn ran. Okay, das wäre jetzt vielleicht nicht so sehr nötig gewesen. Ich vergesse immer wieder, ob man Geister eigentlich niederschlagen kann. Das ist auch nicht schlecht. Ja, super. So, jetzt hauen wir wieder einen Feuerball hinten rein. So weit, so gut. Die Säule hat geklappt. Paligina ist hier vielleicht am meisten in Aktion. So, was macht... Ja, sehr gut. Die Fäule ist besiegt. Prima. Dann kann Eder wieder die Waffe wechseln und macht einfach mal den nächsten Niederschlag. So. Der gute Walli hat nichts zu tun. Das müssen wir ändern. Aber großen Schnickschnack brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht rausholen. Wir machen mal einen arkanen Angriff. Ja. Die da hinten, die ist, glaube ich, unangenehm. Die könnten wir uns eigentlich auch mal kümmern. Vielleicht mal mit Minoletta, dass wir die mal erledigen. Und unsere Fernkämpfer können sich auch mal um die kümmern. Nee. Die machen wir hier weiter. So. Ja, das hat auch gut reingehauen. Ah. Das geht Gott sei Dank den Gegnern. Dieser blöde Insektenschwarm. Okay. Auch das haben wir geschafft. So. Was finden wir denn hier? Erstmal das übliche Zeug. Und dann finden wir eine Leiche. Das ist vermutlich das Geheimnis dieser Höhle, aber vorher holen wir uns die Höhlenkoralle. Und jetzt bin ich gespannt. Was hat es hiermit auf sich? Eine außergewöhnliche Keule und glanfatanische Jagdstiefel. Das erklärt jetzt noch nicht viel. Das war's. Das ist alles. Mehr ist hier nicht zu holen. Okay, diese Höhle hat also keine besondere Geschichte. Ist auch mal ganz angenehm, wenn eine Höhle einfach mal nur eine Höhle ist. Eine Höhle ist eine Höhle ist eine Höhle. Könnten wir in Abwandlung eines bekannten Zitates sagen. So, aber jetzt, wir haben ja immer noch ein Ziel. Wir müssen zum Grunde des Tals, dort wo der Wasserfall unten ankommt. Denn dort liegt offenbar noch eine Leiche.
Und wenn das mal nicht die angeblich verschwundene Person ist, die wir suchen. Okay. Lasst uns hier weiter schleichen. Was haben wir da denn noch? Ein Pilgerschrein, da gehen wir aber jetzt noch nicht hin. Wir gehen erstmal hier zum Ufer des Baches. Kommt es mir so vor, als oder ist es jetzt heller? Ja, es wird Tag, sehr schön. Das ist sowieso immer viel angenehmer. So, und hier kommen wir der Sache auch noch nicht näher, oder? Wie kommen wir denn da unten hin? Müssen wir noch weiter rumgehen? Oder kommen wir von da oben? Nee, von hier kommen wir nicht hin. Wir müssen noch weiter hinunter. Das war erst die erste Stufe. Wir müssen auch mal hier unten irgendwie uns vorarbeiten. Auch sehr interessant. So, schleichend gehen wir durch den Wald. Den uns unbekannten Wald. Und versuchen, dessen Eigenschaften, dessen Geheimnisse zu offenbaren. So, jetzt sind wir nun aber ganz eindeutig unten angekommen. Und hier waren wir auch schon. Ah, wir sind hier rübergegangen. Alles klar. Jetzt müssen wir einfach nur dem Flusslauf hier folgen, nordwärts. Und dann kommen wir zu der besagten Stelle, die wir von oben gesehen haben. Prima. Und hier ist irgendwie ein Unterstand. Vielleicht haben sich die Jäger hier vor dem schlechten Wetter geschützt. Oh, was sehen wir hier? Ein Sack. Der Inhalt dieses Lederrucksacks, der wie ein nasser Fels glänzt, wurde den Fluss hinabgespült. War hier irgendwas, was wir gefunden hatten? Ich kann mich gar nicht mehr so recht entsinnen. Ja, das Zeug hier. Aber das kann ja wohl nicht in einem Rucksack gewesen sein. Naja, vielleicht ist es noch weiter hinunter geschwommen. Und hier haben wir noch einen Waldlaurer. Aber der steht einsam da. Und hat natürlich so einsam keine Chance. Und da fällt er. Und was sehen wir hier? Noch irgendwas. Was uns interessiert. Ah, da ist doch noch einer. Na gut. Dann auf ihn mit... Oh, das sind... was ist denn hier los? Von wegen, keine Chance. Hier sind Geister ohne Ende. Dann müssen wir uns doch jetzt hier genauer mal um die Sache kümmern. So, Eder ist mit dieser Waffe besonders gut gegen Geister. Regenfäulnis. Ich muss mal gucken... Ist gegen Regen Feuer gut? Ich vermute nicht, ne? Das wäre merkwürdig. Hatten wir da einen extra Eintrag? Fäulnis? Ne, wir müssen wahrscheinlich Regenfäulnis gucken. Tatsächlich. Regenfäulnis. Gegen Stich immun. Ach du Schreck. Wucht und Frost. Das sind gute Dinge. Das gilt für alle. Wucht und Frost. Ich weiß gar nicht. Wallis Fernkampfangriff hat Wucht. Das ist gut. Hat er auch eine. Hat er auch. Er hat keinen wirklich mächtigen. Doch, Minolettas Fluggeschosse. Das sind Wuchtschaden. Und zwar diese Dinger, glaube ich, hier. Die erschütternden. Ja. Da hauen wir einfach mal rauf. Direktschaden würde wahrscheinlich es auch bringen. So, aber sie hat Stichschaden. Wir haben überhaupt viele Stichschaden. Unser ganzen Fernkämpfer Sagani hat auch Stichschaden. Das bringt alles nichts. Sagani schicken wir dann jetzt mal gegen den Waldlaurer. Sie auch. Eder geht dort rein und Palegina geht da oben hin mit den Flammen. So, hier haben wir Wucht, das ist gut. Und Durance macht erstmal wieder die Rüstung. So, ich glaube, alle haben Befehle. Okay. Das hat hoffentlich funktioniert. Ich habe nicht ganz... Na, drei Treffer. Sagt mir aber nicht, wie viel Schaden oder was ist das? Na gut. So, Palegina, hattest du das Hand... Nee, hattest du... Ja, du hattest
Flammen. Dann machen wir mal einen eingeschworenen Feind noch dazu. Die Rüstung hat geklappt. Jetzt machen wir was Neues. Wir machen ein göttliches Mal gegen. Die sind alle schon schwer verletzt. Versuch das mal gegen das Ding zu machen. Oh Gott, da musst du aber nah ranlaufen. Nee, dann finde ich das nicht gut. Dann mach mal bitte eine Säule des Glaubens. Einfach hier in die Mitte. So, Walli hat nichts zu tun. Dann bitte eine nekrotische Lanze auf die Regenfäulnis. So. Okay. Sieht ganz gut aus noch. Eigentlich alles. So, hier gibt es aber Immunitäten. Das gefällt mir nicht. Was macht denn Eder? Der macht irgendwie gar nichts. Kann er die vielleicht niederhauen? Ich glaube, die waren immun gegen den ganzen Kram. Aber betäubt sind die jetzt. Das ist gut. Eder macht mal seine Abwehr. Stärkung. Walli. Dann mach doch einfach mal weiter mit den... mit Minoletta. Ich glaube, das ist jetzt das Mittel der Wahl. Ja, das... oh, das haut doch richtig gut rein. Wow. Okay, das war's. Prima. So. Das sammeln wir mal alles ein. Und... achso, wir müssen hier noch was untersuchen. Dieser Stiefel ist so halb im Schlamm des Flussufers begraben, als ob er von flussaufwärts angeschwemmt worden wäre. Ja, und was die Ursache ist, das wissen wir schon. Türwurz. Wir haben hier so ein bisschen die Sache von hinten aufgezäumt. Aber das ist ja kein Problem. Goldsellerie. Diese Wunden, sie sehen aus, als hätten sie die Klauen eines Stelgar gerissen. Ja. So, mal schauen, was wir hier herausfinden. Unter dem tosenden Wasserfall liegt die Leiche eines glamfatanischen Elfenjägers, zertrümmert auf den Felsen. Gebrochene Knochen ragen aus der Haut, doch du bemerkst auch tiefe, parallele Schnitte in dem verrottenden Fleisch. Die Schnitte überdecken fast den gesamten Körper, als wäre er von einem Dutzend Klingen zerfetzt worden. Dieser Mann ist vermutlich schon vor seinem Sturz von den Klippen gestorben. Okay, ich ahne etwas. Du berührst die Stirn des toten Elfen. Die violette Haut ist mit Wassertropfen bedeckt. Plötzlich durchfährt dich ein Blitz aus der verbliebenen Essenz des Jägers. Die Welt um dich herum verschwindet. Wir sind jetzt in der Seele von Fionn, kurz bevor sie gestorben ist. Du schleichst lautlos durch das Unterholz. Der Mondschein berührt kurz deine Arme und beleuchtet sie fahl, doch du huscht schnell wieder in die Schatten der großen Bäume der Nordlandschaft. Dein Blutsbruder ist weniger geschickt, genau wie du vermutet hast. Sieh ihn dir an, schwach, blind. Er verdient es nicht, den Ruhm dieser Jagd mit dir zu teilen. Es ist unzählige Jahreszeiten her, dass ein Stelgar wie dieser, doppelt so groß wie gewöhnlich, durch die Wälder bei Zwillingsulm streifte. Arthun ist auf die List hereingefallen. Oh, fast hast du Mitleid mit ihm, doch du bist überzeugt, dass er nur im Wege wäre, wenn das Töten beginnt. Am Fluss ist er sicherer, in dem Glauben, dass wir den Stelgar flankieren, sobald er herauskommt, um zu trinken. Aber diese Beute gehört dir allein. Der Stelgar ist größer, als du dachtest. Er steht furchtlos auf dem Kamm des Wasserfalls. Seine Silhouette schneidet ein monströses Loch in den Nachthimmel. Eine legendäre Bestie, ein wahrer Jäger. Deine Hand umfasst den Schaft des Speeres fester, den du von deinem Vater hast. Er ist gut ausbalanciert, genau richtig. Du setzt zum Wurf an. Du legst all deine Kraft hinein. Der Speer fliegt schnurgerade und trifft sein Ziel. Der Stelgar hat nicht einmal etwas gehört. Sein Blut spritzt hell auf die Felsen, doch er scheint nicht zu spüren. Die Bestie greift an. Der Mondschein lässt seine riesigen Reißzähne aufblitzen. Deine Hände ziehen deine Klingen, ohne nachzudenken. Du stürzt dich nach vorne, um diesem Monster zu begegnen. Es ist schnell. Es zerfetzt dein Fleisch. Du stichst in die Dunkelheit, die dich umgibt, tiefer, wieder und wieder. Aber ihre Umarmung lässt sich nicht aufhalten. Hm.
Gut, also hier haben wir eigentlich nicht wirklich was Neues herausgefunden, außer die Tatsache, also nicht in dieser Seelenreise, aber natürlich hier die entscheidende Tatsache, dass er offenbar also nicht vom Stelgar tödlich verletzt wurde. Und dann kann das eigentlich nur sein Jagdkumpan gewesen sein. Auch wenn der gute Mann hier vielleicht eine gewisse Mitschuld trägt, dennoch ist das natürlich klar. Scheinbar jetzt klar, wer die eigentliche moralische Verantwortung für das trägt, was hier geschehen ist. So, wir gehen hier unten hin, um jetzt den letzten Rest noch zu erkunden. Hier oben ist ja noch so ein Pilgerschrein, auch noch interessant. Hier Überreste von Säulen, wie mir scheint. Und wir schleichen wieder den Weg entlang. Oh ja. Alte Ruinen, ein Lagerfeuer. Was haben wir denn hier? Ein Schrein. Die fast unleserlichen, unter einer dicken Moosschicht liegenden Inschriften auf diesem Altar huldigen Hylea. Ach, hier ist der Hylea-Schrein. Hier hat offenbar der Drache abgegriffen. Aha, noch ein verstecktes Objekt gefunden. Was haben wir hier? Ritual der ungezähmten Wildnis. Überleben plus 120 Sekunden, naja. Das sind so Sachen, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen. Und hier drin, Trank des Bewegungseifers des Verderbens. Ach, das ist so ein Trank, der einerseits was Positives bringt, andererseits auch seine Nachteile hat. Ach, der landet aber auch sofort hier. Okay, mehr ist hier scheinbar nicht zu finden. Das ist allein der Schrein und ein Pilgerlager. Aber wir treffen. Na gut, hier haben die gelagert. Die Geschichte kennen wir. Die sich dann geflüchtet haben. Okay, dann ziehen wir nochmal hier hin, um den Rest hier aufzudecken. Oh, ein feindlicher junger Bär. Vielleicht gehen wir erstmal in Aufstellung. Ah, und nicht nur ein junger, sondern auch ein älterer. Aber wo sind drei? Na gut, dann verteilen wir uns hier ein bisschen. Ansonsten glaube ich, ist das keine große Sache. Nee, wahrlich nicht. Oh Mann, Wahnsinn. Alle einmal geschlagen und geschossen und hinüber waren sie. So. Oh, ein Adrakäfer. Die Bestien werden immer interessanter. Die fliehen aber. Jetzt. Oh, was ist hier? Ein Kampf? Ach Gott. Die kämpft. Die greift die Antilope an. Hä? Haben wir das schon mal gesehen gehabt? Wir helfen mal der Antilope. Okay. Und die flieht. Ha, ist ja ein Ding. Ach, kommt. Höre ich da den nächsten Kampf da im Norden? Schnell mal bitte alles hin. Tatsächlich. Adragan, was macht denn die Antilope? Das ist doch merkwürdig. Die greift hier alle feindlichen Wesen an. Sehr verrückt. Wir helfen natürlich. Wer weiß, was das ist. Oh, jetzt wird es auch ein bisschen heftig. Vielleicht hat so hat uns hier die Antilope in eine Falle gelockt, oder was soll das hier? Schon ein bisschen merkwürdig, diese Aktion. So, Palegina, lauf du mal nach hinten. Und die anderen. Mach erstmal hier normalen Fernkampf an, bitte. Sehr schön. Hier ist aber auch noch einer, auf den wir achten müssen. Dann mach doch mal hier eine nekrotische Lanze. Du haust mal hier noch so eine Säule raus. Wo ist jetzt die Antilope hin? Ist die gestorben? Oder hat die sich hier in Luft aufgelöst? Oder ist die abgehauen? Das ist irgendwie mysteriös gewesen, diese Antilopenaktion. Liebe Freunde, wir untersuchen jetzt nochmal
gleich diesen Pilgerschrein und aha, hier oben geht es dann zum Nest, da wo wir hinwollen. Das wird dann richtig spannend. Unser erster, nee, nicht unser erster Drachenkampf, aber hoffentlich der erste, der erfolgversprechend ist. So, ich muss mal gleich niesen. Grund genug, jetzt Schluss zu machen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.